Willkommen, setzt euch, wir haben euch erwartet. Vielen Dank, Donna Chantala. Verzeiht die leichte Verspätung, es war ein wenig schwierig, durch die Straßen zu kommen. Ja, aber nett habt ihr es hier. Ein sehr prachtvolles Haus. Ja, das möchte ich auch meinen. Der drohende Verfall, der dort draußen nun in der Stadt um sich greift, bereitet mir zwar Sorgen, aber hier möchten Schönheit und Jugend doch eines der wichtigsten Güter bleiben. Schönheit und Jugend scheinen noch einiges am Platz zu brauchen. Das ist so. Wahrlich, das ist so. Wenn ihr mögt, könnt ihr nach der Speise des Abends noch einmal im Labyrinth Lust wandeln. Ich hoffe, ihr kennt euch da aus und verirrt euch nicht. Ach, ich mache mir da keine Sorgen. Wir haben schon in ganz anderen, feindlicheren Umgebungen überlebt. Auch in den Schwarzen Landen, Beispiel. Lasst uns doch bitte nicht über die Schwarzen Lande sprechen. Wir reden hier gerne von lieblichen Dingen. Zum Beispiel von Sulamin. Ihr seid hervorragend. Ihr seid zu großzügig, Grandessa. Ich habe von eurer Schönheit gehört. Und ich von der euren. Nun, wenn ihr es vorzieht, heute mal nicht in einer Kajüte zu schlafen, sondern in einem großen Flügel dieser Villa, dann seid mir ein willkommener Gast. Bleibt gerne hier. Nun, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bedauere es, dass wir uns unter so unglücklichen Umständen kennenlernen, aber ich freue mich nichtsdestotrotz sehr über eure Einladung. Was meint ihr damit? Nun, der Aufruhr draußen auf den Straßen. Ach, das ist eine recht unerfreuliche Sache. Ja, aber dafür haben wir ja die Basaltfaust. Wir sind zum Glück wohlbehalten angekommen. Allerdings habe ich tatsächlich gehört, dass Zayana Ulfat dabei gestorben ist. Bin mir nicht sicher, ob sie ihre Erben schon eingesetzt hat. Die einsame Grandessa? Korrekt. Gegenüber von hier. Sie hat zwei, drei gute Elefanten, die ich gerne erwerben möchte. Vielleicht wird das ja jetzt etwas, wo die neuen Erben dann irgendwann eingesetzt werden. Nun, das Letzte, was man uns sagte, war, dass sie noch auf der Suche sei. Was passiert mit so einem Grandenhaus, wenn sich keine Erben finden? Das wird die Fexkirche klären. Aber nun, reden wir nicht über den Tod, die Trauer, sondern über schöne Dinge. Also, Rafim hier hat nicht nur mich, sondern natürlich auch meinen guten Kiaras hier, dabei legt sie ihrem, ihr seid euch nicht ganz sicher, wie sie verwandt sind, legt sie Kiaras ihre Hand auf das Bein und rutscht damit so ein bisschen weiter nach oben an den Oberschenkel ran und höher und streicht so ein bisschen drüber. Ihr habt uns das Leben gerettet und nun, wir haben gehört, dass ihr Interesse an unserem Haus gezeigt habt. Nun, es tut uns sehr leid, eure Wünsche leider nicht vollständig berücksichtigen zu können, denn gerade die Schwarzen Lande sind es, die uns hierher bringen. Ich muss euch sicher nicht erklären, wie es um den ehemaligen Erben des Hauses Paligan bestellt ist. Tja, die Paligans. Wie war sein Name doch gleich? Er wird dieser Tage nicht mehr oft benutzt. Darion. Er war auch ein Admiral, richtig? Für einen Tag zumindest. Nun, jedenfalls ist er mittlerweile der Kapitän der Plagenbringer und hat einen der Splitter der Dämonenkrone an sich gerissen. Ich bin mir sicher, selbst die Nachrichten, die mich darüber aus der Ferne erreicht haben, dürften ein hinreichendes Bild davon zeichnen. Nun, er wird kommen. Früher oder später auch nach Alanfa. Und wenn wir ihn nicht alle gemeinsam aufhalten, wird er uns jeden Einzelnen aufteilen und fressen. Er möchte so etwas wie das Zeitalter der Fluten einleiten, ne? Kiaras, hattest du nicht einmal gegen ihn gekämpft? Ja, ich glaube es zumindest. Als es so vernebelt. Stellt euch nicht in den Schatten. Ein Mann gegen Mann habt ihr euch mit ihm duelliert. Und ihm fast sogar den Splitter abgerungen, bis man euch erdolcht hat. Ah ja, das Messer in den Rücken. Daran erinnere ich mich zu gut. Und wie können wir euch da unterstützen? Wir sind keine eigenen Helden. Nun, Kiaras hat das einmal probiert, aber nun, ihr wisst ja selber, dass man als Grande nicht mal Held spielen kann und seine Zeit ist diesbezüglich abgelaufen. Er wird aber hier im Haus gebraucht. Aber natürlich nicht. Und so wie ihr
die Basalt schaust, da draußen für die Straße habt, habt ihr die Flotte da draußen fürs Meer. Ich will das kurz machen. Wir brauchen Schiffe und wir brauchen Geld. Nun, ihr könnt natürlich eine solche Gegenbemühung selbst in die Hand nehmen. Aber ich bin mir sehr sicher, auch nur der Versuch, die anderen Grandenhäuser dazu zu bringen, mit euch an einem Strang zu ziehen, wäre sehr aufregend. Ganz zu schweigen von den anderen Völkern Aventuriens, die ebenso betroffen sind. Und um euch diese, nun ja, doch etwas derben Forderungen zu versüßen, vielleicht können wir euch einen Handel anbieten. Ich bin seit einer Weile eine Visiere Araniens. Und nun ja, es gab in der Vergangenheit gute Beziehungen zwischen Aranien und Al-Anfa. Das ist richtig. Ich bin tatsächlich die Observatora Mercurate, also diejenige, die sich um den Handel bemüht. Und da mag ich gerne mit euch reden. Wir konnten gestern beobachten, wie unglücklicherweise mehrere Lagerhäuser, denen wohl Reis gelagert wurde, in Flammen aufgingen. Ich bin mir sicher, ihr würdet die Gelegenheit gutheißen, zu einem annehmbaren Preis, welchen aus Aranien zu bekommen. Also, Jalan meint vorhin, nicht gestern. Die Unruhen sind ja noch nicht so weit her. Und es wäre sicherlich in eurem Interesse. Sulamin verfügt über einige Ländereien in Aranien und dort gibt es neben Reis auch noch andere Handelsgüter, nicht wahr? Nun, aber wie gesagt, ich bin diejenige, die für Handel zuständig ist. Da kann ich euch gerne unterstützen. Die einzelnen Optionen können wir gerne unter vier Augen später einmal in meinem eigenen Zimmer durchdenken. Aber wenn ihr Schiffe wollt, warum kommt ihr dann zu mir? Ich bin nicht diejenige, der Großadmiral, das müsste ein Willmann sein. Solltet ihr doch mit ihm sprechen. Der Großadmiral Willmann. Wir müssen hier nicht über die Willmanns reden, denke ich. Aber wisst ihr, Signora Careno, wisst ihr, was jeder in der ganzen Stadt sagt, wenn ihr sagt, wir brauchen Schiffe? Na? Er sagt, ihr könnt Schiffe haben, besorgt mir erst die Flotte der Carenors. Jeder Einzelne. Ist das so? Dem ist so. Nun, aber das sind private Schiffe. Nun? Ich warte darauf, dass er diesen Satz fortführt. Wie kommt man darauf, dass private Schiffe weiter veräußert werden und der Stadt übergeben werden? Das nennt sich Beschlagnahmung, glaube ich. Nun, ich würde eher vorschlagen, ihr setzt eure privaten Schiffe ein und streicht die privaten Gewinne ein. So müsst ihr das betrachten. Das tue ich ja jetzt schon. Nun ja, eine vorteilhafte Handelsbeziehung, eine exklusive Handelsbeziehung nach Janka könnte für euch gewaltigen Profit bedeuten. Ich habe das nicht ganz genau verstanden. Seid ihr nun Händler oder wollt ihr gegen die schwarzen Lande ziehen? Wir verknüpfen beides. Die Sehnen des Krieges bestehen aus Gold. Die Sache ist die, wenn es zu einem Handel zwischen Janka und Al-Anfa kommen soll, so liegt die blutige See genau dazwischen. Sie ist sozusagen ein Hindernis für unsere durchaus profitable Handelsbeziehung. Deswegen müssen wir uns wohl erst um die blutige See kümmern. Wir können viele Pläne machen, aber ob wir sie verwirklichen können, hängt davon ab, ob wir die blutige See zurückschlagen können. Nun, und jetzt wollt ihr Schiffe von mir kaufen? Nein, ihr sollt sie uns schenken. Das wäre am besten. Ihr sollt sie uns zeitweise überlassen, nicht schenken und nicht übereignen. Und sollte eines der Schiffe zerstört werden, was ja vielleicht durchaus sein könnte, dann werden wir sicherlich im Nachgang eine angemessene Entschädigung organisieren können. Sie betrachtet dich, mustert dich und dann auch Abel mir. Ein kurz nach sicherlich. Voltags. Du kannst ja, Begierde, Wollust in ihren Augen lesen, entscheidet sich dann aber dagegen. Du bist aber nicht gut genug aussehend. Ich fühle mich fast beleidigt. Wie ihr sicherlich gut informiert, wie ihr vermutlich als Grandessa seid, gehört habt, sind wir mit einigen der größeren Handelshäuser Aventuriens im Bunde, die natürlich auch bereit und willens sind, dann solche Ausfälle zu finanzieren. Natürlich, sobald die blutige See endlich wieder zurück in die Niederhöllen getrieben wurde und der Handel fließen kann. Ich würde sagen, ihr solltet das als Investition betrachten. Deswegen, wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne erzählen, was ihr von Janka zu erwarten habt.
Nun, ich werde euch sicherlich nicht meine Hunderten von Schiffen überlassen, aber ich kann einige vielleicht abtreten. Und selbstverständlich müssten wir uns noch genauer darüber beraten, was passiert, sollte eines dieser Schiffe verlustig gehen. Aber ich kann sie euch gerne überlassen. Habt ihr denn Kapitäne für so einen Ausflug? Wir arbeiten gerade daran, hinreichend qualifiziertes Personal zu rekrutieren. Und ihr müsstet dann ja auch nicht nur einen Kapitän haben, sondern so etwas wie einen Admiral, der mehrere Schiffe gleichzeitig kommandieren kann. Wie ich bereits sagte, wir arbeiten daran, hinreichend fähiges Personal zu rekrutieren. Nun, ich kenne einen solchen... Wahrhaftig. Und ich glaube, ihr hattet vor wenigen Tagen auch mit ihm gesprochen. Ah, ihr meint Cordagon Kugres. Korrekt. Ja, er zeigte sich tatsächlich wohl eher, ob des Heldenmutes an sich interessiert an einer solchen Unternehmung. Nun, was ich genau mit den Kugres zu schaffen habe, mag nicht euer Belang sein, aber solltet ihr dafür sorgen, dass... Wir sind uns sicherlich einig, dass Wilman ungeeignet ist, den Posten eines Großadmirals zu tragen, korrekt? Ja. Ja, das sind wir. Nun, nach allem, was man hört, ich kenne den Mann nicht. Wir waren in der Villa gewesen, es war nicht so besonders. Sie haben viel Sterndeuterei und derlei Dinge gemacht, aber sie sind alle sehr merkwürdig. Sie schienen nicht an weltlichen Belangen interessiert zu sein. Sie wirkten etwas... abgehoben. Nun, seht, was ich wie gesagt mit dem Hause Kugres selbst vorhabe, das obliegt nicht eurer Bestrebung. Allerdings solltet ihr dafür sorgen, dass Wilman abtritt. Dann wäre Cordagon der Nächste in der Folge, was die Admiralität angeht. Das ist so nicht ganz korrekt. Der Rat müsste wieder abstimmen, wer der Nächste wird. Das wird nicht einfach so beschlossen. Und selbst Wilman kann nicht seinen Nachfolger ersetzen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Zornbrechts ganz gerne Günnar einsetzen möchten. Allerdings habe ich einen Handel mit den Kugras. Und ich glaube, dass die anderen diesen Rat unterstützen würden. Wie dem auch sei, bringt Wilman dazu, dass er von seiner Position abtritt. Dann können wir darüber sprechen, dass ich euch Schiffe gebe. Denn einfach überlassen, einfach schenken oder sie euch leihen, werde ich nicht. Aber natürlich nicht. Ihr seid eine effektgefällige Frau, so wie die anderen Granden sicherlich auch. Nun, werden nicht weniger erwartet. Ich bin weder effektgefällig, sondern vor allem reihergefällig. Nun, auch wenn ihr es nicht mit ihm haltet, seid ihr es wohl doch. Ja, sie verzieht ihren Mundwinkel und du kannst sehen, dass du sie beleidigt hast. Nee. Die Götter geben, die Götter nehmen. Aber wahrlich, ihr riecht wie ein Fuchs. Oh, Das ist Stollen Nummer 5. Ja. Also er ist nicht immer der Diplomatischste, aber er ist gut im Bett. Jedenfalls haben wir dann wohl eine, sagen wir, lockere Übereinkunft. Ich hatte gehört, ihr seid verheiratet. Bin ich. Sehr glücklich, was das angeht. Danke, Karas. Eine furchtbare Frau. Ihr wollt sie gar nicht kennenlernen. Sie hat unschöne Charaktereigenschaften. Das ist nicht das Thema jetzt hier. Naja. Nun... Kiaras hat zumindest den Ruf der Familie gehört und hat sich der Reihe angeschlossen. Ich hatte fast die Angst, dass er sich Effort hingibt oder gar Boron. Nun, aber ihr habt mit Kiaras geschlafen? Interessant. Jedenfalls, was unsere Pläne angeht. Ich bin mir sicher. Eure Frau? Leonida von Buchenhold. Ich bin mir sicher, ihr habt nie von ihr gehört. Noch nicht. Sie sind momentan in Zorgan, falls euch das interessiert. Ich werde sie euch gern eines Tages vorstellen. Ja, du kannst sehen, wie wohl verschiedene Dinge in ihrem Kopf gerade passieren. Sie lächelt und fängt dann auch an, ein bisschen an Kiaras Penis rumzuspielen. Ich verfluche Kiaras Karina innerlich. Mal wieder, so wie ich es seit Tagen tue. Jedenfalls, lasst euch versichert sein, dass Wilman bald einen Sinneswandel erleiden wird.
Gut. Sprecht, wie gesagt, mit ihm und überzeugt ihn davon, dass er abtreten mag. Eine Sache noch. Wie steht ihr zu Salex Kugres? Sie verzieht wieder den Mundwinkel, kann sich da wohl nicht ganz beherrschen. Ein unflätiger Zeitgenosse, ich bin recht froh, dass das Haus Kugres kein Familienoberhaupt hat, sondern eher ein Familienrat, der gemeinsam beschließt, Dolgo Kugres und Kalmora oder Aragorn sind wesentlich angenehmere Zeitgenossen als Salex. Ich halte mich so weit wie möglich von ihm fern. Dann wäre es also durchaus in eurem Sinne, wenn, sagen wir, Salex Kugres zum Beispiel der spontane Einfall ereignen würde, sich in einem abgelegenen Boron-Kloster zur Ruhe zu setzen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht genau, was Salex Kugres damit zu tun hat. Oh, nichts Direktes. Nur, wir sprachen über seinen Bruder, wenn ich mich nicht täusche, Korragon. Korragon ist, ich glaube, sein Neffe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne zwar meinen Stammbaum, aber den der anderen Granden, das ändert sich ja auch ständig. Und hier das mit William verwandt. Sie guckt dabei zu Kiaras rüber. Oh ja, ihr habt einen prächtigen Stammbaum. Sehr beeindruckend. Ich kann meinen eigenen Stammbaum bis auf Huralm zurückführen, also einen der Stammväter der Zwerge. Interessanterweise können die Armbrust, alle Ja, Voltax. Nun, interessanterweise, wo ihr gerade von der Armbrust anfangt. Nein, die Armbrust wurde nicht von einem von Furalms Nachkommen, sondern von einem von Gurtas Nachkommen entwickelt. Ich tätschle ihn in den Kopf und spreche weiter. Jedenfalls, nun, Korragon hat uns auch signalisiert, dass Salax ihm ein mittelgroßer Dorn im Auge wäre. Wie nannte er ihn? Einen unverbesserlichen Geizhals? Jedenfalls könnte es sein, dass wir einige Verschiebungen im familiären Machtgefüge herbeiführen müssen, wenn wir uns seiner Dienste versichern wollen. Nun, ich habe wie gesagt ein Bündnis mit Korragon Kugris und ich würde es bevorzugen, dass solltet ihr in seinen Stammbäumen herumfuhrwerken und Boron aussortieren lassen, dann sollte doch dafür gesorgt sein, dass Korragon nicht darunter leidet. Aber natürlich nicht. Schließlich wollen wir seine Mitarbeit und ihn nicht schaden. Aber dann sind wir ja beide auf derselben Linie. Wie schön. Kümmert euch um die Wilmans, nicht um die Kugris. Wir sind in der Lage, mehrere Bälle in der Luft zu halten. Nun, das habe ich gesehen. Und jetzt lasst uns über Janka sprechen. Sehr gerne. Zulamin erhebt sich. Nun, dann lasst euch erzählen, Granden und Grandessas, von Janka der Vergessenen. Janka ist die zweitgrößte Stadt auf der Elburischen Halbinsel, die bis vor kurzem noch die Uronische Halbinsel geheißen ward. Janka wurde als letzte befreit, und zwar von uns. Vor einigen Monaten erst. Und da man in Aranien auf weibliche Führung setzt, gefiel es der Maharani Shahi, mich zur Visierer von Janka zu machen. Bei weibliche Führung deutet sie auf Chantala Karinor. Janka war unser erster großer Triumph im Kampf gegen die Blutige See. Und seit wir die Pforte des Grauens dort geschlossen haben, geht es mit der Stadt aufwärts. Die Renovierungsarbeiten am Hafen gehen gut voran. Und wir setzen Schuldsklaven ein, um die Straßen nach Jaizirabad und Elburum wieder instand zu setzen. Selbstverständlich hat die Stadt gelitten. Das will ich nicht leugnen. Doch während all der Zeit der Dämonenherrschaft sind der Vorort Peranabad und die umliegenden Dörfer so gut wie verschont geblieben. Ihr müsst wissen, Janka liegt an der Ternmündung. Und das bedeutet, dass die Böden dort besonders fruchtbar sind. Und wir zweimal im Jahr ernten können, wie es in Aranien in einigen Städten der Fall ist. Außerdem verfügen wir, die Geste schließt die anwesende Heldengruppe mit ein, über beste Beziehungen zum Diener des Lebens und seiner Kirche, was generell der Landwirtschaft sehr zuträglich ist. An den Ufern des Tern gedeihen Mais, Weizen, und auf den magereren Böden pflanzen die Bauern in großem Stil Zwiebeln an. Sie züchten Rinder, Strauße, für Fleisch, Leder und im Falle der Strauße Eier und Federn.
Eine Pferdezucht befindet sich im Aufbau und ihr könnt euch vorstellen, dass mir das ein ganz besonderes Anliegen ist. Vor dem Niedergang war Janka berühmt für seine Leder- und Tuchwaren. Ganz besonders für gutes Segeltuch. Möglicherweise finden wir hier einen Anknüpfungspunkt, denn ich habe gehört, die Karinors betreiben einige große Werften. Nun, zu diesem guten Ruf wollen wir wieder zurückkommen. Deswegen haben wir dafür gesorgt, dass die Webereien den Betrieb bereits wieder aufnehmen konnten. Doch natürlich sind all diese Bemühungen langfristig vergeblich, wenn wir keine verlässlichen Handelspartner finden. Und da kommt ihr ins Spiel. Nun, wir alle wissen, dass Al-Anfa sich selbst nicht ernähren kann. Dafür ist die Schwarze Perle einfach eine zu gewaltige Metropole. Früher kamen viele der Kornlieferungen aus Aranien. Doch ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass das Maharaniat seit dem Fall Orons nicht mehr so gut auf Al-Anfa zu sprechen ist, weil sich offensichtlich einige Granden nicht zu schade waren, Handel mit dem Mogulat zu treiben. Nun, da ich euch und ganz besonders natürlich Kiaras Karinor kennengelernt habe, bin ich überzeugt davon, dass euer Haus damit nichts zu tun hat. Deswegen die Frage, ihr mit eurem Kenntnis der Machtstrukturen hier, könntet ihr mir einen kleinen Tipp geben, von wem ich mich eher fernhalten sollte? Nun, tatsächlich hat das Haus Karinor mit den oronischen Gebieten gehandelt. Warum denn auch nicht? Politische Strukturen, die sich dort, wer Waren anbietet zu einem günstigen Preise, vor allem Nahrungsmittel, die importieren wir doch recht gerne. Der Weizen ist der gleiche. Warum sollen wir also unser Geld nicht für guten Weizen ausgeben? Ich habe gehört, dass in den nördlicheren Gebieten schwarzes Getreide gehandelt wurde. Davon haben wir uns selbstverständlich ferngehalten, aber Oron ist weiter fruchtbar. Warum sollen wir also nicht unsere hungernden Bürger mit dem Weizen von dort aus zufriedenstellen? Nun, möglicherweise, weil das der Göttin nicht wohlgefällig ist. Aber Oron ist nicht mehr. Darum ist die Frage, ob wir diese Handelsbeziehungen wieder aufleben lassen können. Oder ob diese Tage nun vorbei sind. Nun, ich weiß, gerne. Al-Anfa ist berühmt für seine Seide. Das wäre beispielsweise etwas, was ich mir durchaus vorstellen könnte, im Gegenzug von euch zu kaufen. Ist das Haus Karinor groß im Seidenhandel? Wir sind fast groß in allem, möchte man meinen, aber ja. Wir können euch einige Waren anbieten, wenn ihr mögt. Nun, ich denke, das ist ein Anfang. Ihr habt eure Wünsche geäußert und ich habe euch geschildert, was ihr aus Janka beziehen könntet. Ich denke, wir werden alle einmal eine Nacht darüber schlafen und sehen, wie sich die Dinge hier in der Stadt entwickeln. Und dann unterhalten wir uns noch einmal. Tun wir das. Ich würde euch, wie gesagt, auch anbieten, dass ihr diese Nacht hier bei mir bleibt. Nun, dann lasst uns doch erst einmal auf diesen Anfang anstoßen. Sulamin erhebt den Kelch und prostet den Anwesenden zu. Ja, wie gesagt, sind eine ganze Menge Karinors anwesend. Du kennst sie nicht alle mit Namen, aber irgendwie Dalamides vielleicht, Feloria, Fiona, irgendwelche Namen hatte Diamantis oder Rafim, hatten sie kurz gemurmelt, kurz mal mit dem Finger gezeigt, Marbio, Moriska, es sind aber so viele Namen und sie sehen auch alle so gleich aus. Ja, Kiara sitzt auf alle Fälle neben mir und könnte dann ebenso das Weinglas erheben. Ich würde nichts essen oder trinken. Sehr gute Idee. Ich möchte aber so tun. Ich heb gleich die ganze Flasche. Ja, so wird viel Wein, guter Wein ausgeschenkt. Die Karinors verdienen auf alle Fälle am meisten mit ihrer Reederei, beziehungsweise mit den Schiffen, die sie dann weiterverkaufen. Und ja, ihr wusstet ja auch schon damals, dass die oronischen Häfen
viele Biremen hatten. Also nicht vor allem Triremen, aber Biremen waren eine ganze Menge da vor Ort. Hattet ihr auch teilweise mit eurer eigenen Gezeitenspinne dann diese Schiffe aufgebracht, beziehungsweise angegriffen oder gefressen? Ja, japanische Schiffe sind halt echt wertlos. Ah, das sagt natürlich keiner. Das sagt natürlich keiner. Ja, ihr könnt euch weiter unterhalten. Der Fokus von dem Oberhaus Chantala Karinor wird auf alle Fälle bei Zulamin liegen. Nicht unbedingt, weil sie jetzt eine Vesira ist, sondern einfach, weil sie die charismatische und die hübscheste Person im Raum ist. Abelmir und Yalan sind natürlich hässlich und dementsprechend nicht so von Relevanz. Beutax ist ein Zwerg, der stinkt vor allem auch und Diamantis hat einfach ein verliebtes Gesicht. Also wir riechen allesamt nach allerreinstem Stollen Nummer 5. Ja, ich nicht. Ich nicht. Ich habe das, während wir gegangen sind, ganz vorsichtig auf die Klamotten der anderen gesprüht. Ja, aber mir hat vor allem ein gezeichnetes Gesicht durch das Drachenfeuer, was ihnen damals gezeichnet hatte, als ihr kurz nach Yol'Gurmak dann in die Berge aufgebrochen seid. Also ist er gut aussehend. Also Ausstrahlung habe ich. Du hast Ausstrahlung, aber trotzdem, du hast halt ein verliebtes Abenteurergesicht. Du bist aber nicht Zwergen. In Zwergenmaßstäben bist du absolut schön. Ich will es mir sagen, Chantala Karinor steht nicht auf ein Tic-Tac-Toe-Spiel aus Narben und drei Tage werden. Nein. Ich weiß halt nicht, was gut ist. Ja, ihr habt auf alle Fälle den neuen Auftrag. Ihr möchtet euch bitte mit den Wilmans unterhalten, und zwar mit dem Großadmiral Garlek Wilman, hattet ihr ja schon kennengelernt, weil Reno Wilman soll folgen. Wie auch immer ihr das anstellen sollt, ihr könnt auf alle Fälle dann den Rest des Abends euch mit den Leuten unterhalten, vor allem natürlich auch mit Keras oder mit anderen Karinors, die ihr kennenlernen möchtet, und immer mal wieder, gerade wenn ihr dann das Gebäude verlasst, dann wird euch wieder dieser gruselige Stammbaum mit diesen vielen inzestuösen Beziehungen auffallen. Gut. Kann man von Glück reden, dass Kieras noch 5 Finger hat und nicht 4 oder 6. Ich bin kurz davor, bei den Ulfharz einzubrechen. Warum wollt ihr bei den Ulfharz einbrechen? Da ist vermutlich gerade niemand. Naja, wir sollten da keine Wachen sein. Nee, Wachen schon, ja. Vermutlich weniger. Und sie werden vor allem weniger aufmerksam sein. Was versprecht ihr euch davon, einen Grandmaus einzubrechen? Wollt ihr das Tafelsilber mitnehmen? Gold, Papiere, Informationen. Ah, ich verstehe. Ihr meint wirklich, diese Sachen werden einfach herumliegen? Ich dachte, ihr wolltet ein Testament fälschen, um zum Erbschleicher zu werden. So, warte mal kurz. Also, Zulamin, bleibst du die Nacht über bei den Karinos? Oder findest du das gruselig? Ich glaube, mit dem vielen Inzest hat Zulamin nicht so ein Problem, weil für sie steht im Fokus, ob das... Naja, ob die sich in Leidenschaft zugetan sind. Und das scheint ja schon irgendwie der Fall zu sein. Ja, sind auch alle mindestens gut aussehen. Und Chantala würde sie versuchen, möglichst charmant abzuwimmeln. Und zwar... mit dem Hinweis, dass es sich so anfühlen würde, als würde sie sich den Handel mit Janka erkaufen wollen. Und deswegen ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Ja, gut, wollte ich nur wissen, ob du da bleibst, denn das Angebot steht mehrfach im Raum, auch mehr oder weniger nach 6, also... Sie ist, wie gesagt, herausragend, hat ein ähnlich hohes Charisma wie du und ist tatsächlich eine unglaublich attraktive Frau. Einige sagen sogar die schönste Frau Aventuriens. Gut, aber dann kannst du ablehnen, vielleicht auch später vertagen. Und so steht ihr dann, nachdem ihr dann gegangen seid, wieder allesamt auf dem Sandweg und trachtet gerade das große Anwesen der Ulfharz. Also Zulamin wäre ja auch recht nahe gekommen, also so, keine Ahnung, Abschiedskuss auf die Wange, Hand an der Hüfte oder so, aber eben nicht heute Abend. Okay. Ja, denk doch einmal nach, Abelmir. Jeder dieser Granden wird Geheimnisse horten wie ein Drache das Gold. Ja, was? Die sind wahrscheinlich in einem großen, schweren Stahlschrank. Nun gut, das wäre nichts, was uns aufhalten würde. Oder sie sind an einem großen, schweren Arbeitstisch.